Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baldus. Baldus geht 3. Nee, bei Stellar Blade. Wir sind hier und wollen zusammen ins Opernhaus gehen. Denn da hören wir wunderbare Musik. Ja, das müsste eigentlich der richtige Weg sein, oder? Ja. Wieso kommen die ausgerechnet jetzt angelatscht? Was soll das? Ach, wir kamen jetzt mal von hier, gell? So, schauen wir mal. Siehst du, bin ich ja hier gestorben. Bringst du mich nach unten? Nee, du bringst mich nach oben. Hey! Was soll das denn? Okay, wir sind unten. Dieses Lied erinnert sehr an ein Lied, das Enya immer singt. Der Text scheint etwas anders zu sein. Vielleicht enthalten Enyas verlorene Erinnerungen mehr. Oh. Okay. Dame. Madame Machine.
Hauptdarstellerin, künstliche Schauspielerin, Enya. Man kann sich nie komplett auf analoge Informationsübertragung verlassen. Diese Person sieht Enya schon äußerst ähnlich. Und sie trägt sogar denselben Namen, mit allem drum und dran. Organisatoren und Sponsoren. Zielpublikum, wie man zusehen kann. Einlass nach dem Prinzip, wer zuerst kommt. Sieht aus, als ob nach der Vorführung eine Autogrammstunde mit den Stars stattgefunden hat. Es gab sogar einen Souvenirshop im Arts Center. Offenbar gibt es hier noch mehr Daten über Enya. Laut Aussagen aus deinem Umfeld warst du überglücklich, Teil einer so bewegenden Aufführung zu sein. Ja, das stimmt. Als ich den Text erhielt, sprang er mir sofort ins Auge und ich dachte, das ist mir. Es war magisch. Ich habe mir vorgestellt, wie es sein würde, Madame Machine zu sein. Ich singen würde. Dann war ich mittendrin. Mit Singen meinst du aufs Schicksal, oder? Was ist das für ein Gefühl? Auf den Social-Media-Plattformen ist es geradewegs eine Sensation. Es ist surreal. Ich hätte nie mit Interesse von so vielen Menschen gerechnet. Ich bin so dankbar für meine Fans. Ich werde immer alles geben. Nachdem sie das Meisterwerk gehört hatten, wollten einige Leute wissen, wer diese Enya ist. Ich finde, die sieht gar nicht der Enya ähnlich. Weitere spektakuläre Vorführung von Madame Machine, jetzt im Art Center. Erleben Sie die Kunst aller glamourösen Mitglieder der Aedas Opera Company. Mitsamt dem sensationellen Publikumshit Aufs Schicksal, performt von der sagenhaften Enya in der Hauptrolle Karakuri. Was wird Karakuris Schicksal sein? Ist es Verderben, Ehre oder doch die Liebe? Wir veranstalten eine Lotterie um die Teilnahme an der Autogrammstunde der Aedas Opera Company. Details finden Sie auf den Social Media Profilen des Art Centers. Eins fehlt noch. Ach da. Das ist ein analoges Sicherheitssystem. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ist das Enya? Es gibt auch ein paar Daten. Lass mal sehen. Ich höre aufs Schicksal, um wieder bei den anderen zu sein. Enya, so wie ich das verstehe, hatte Degar recht. Diese Enya und die Enya in Zion sind ein und dieselbe Person. Aufs Schicksal? War das der Titel des Lieds? Also, es gab ja eine Aufführung und Enya war die Leadsängerin. Stimmt das soweit? Unsere Memory Sticks speichern die wichtigsten Informationen an den tiefsten Stellen. Die Tatsache, dass dieses Lied Enyas einzige Erinnerung war, beweist, wie wichtig es ihr ist. Reicht das nicht? Ich denke, mehr wirst du nicht finden. Komm, wir sollten aufbrechen. Okay, dann los. Einlassmarke. Ja. Wir gehen mal zurück nach Zion, machen das jetzt fertig und dann gehen wir zurück in die Wüste.
aufs Schicksal. Eve, hast du was rausbekommen? Also, ich habe wichtige Informationen gefunden, dank Digger. Infos über dich, über dein Leben früher. Es mag nur Spekulation sein, aber ich denke, dass Digger vermutlich recht hat. Ich kenne nun auch den Titel deines Liedes. Und was noch? Du warst mal eine Sängerin und Mitglied einer Künstlergruppe. Aber das ist wohl der wichtigste Hinweis. Du warst in einem Stück zu sehen namens Madame Machine. Das Lied, das du darin gesungen hast, ähnelt dem, was du heute singst. Der Titel des Liedes ist Aufs Schicksal. Aufs Schicksal. Interessant. Ja, aber das ist noch nicht alles. Ist okay. Das ist genug. Bist du dir sicher, wirklich? Ich kann dir noch mehr erzählen. Aufs Schicksal. Vielleicht möchte mein früheres Ich mir sagen, dass ich aufs Schicksal hören sollte. Ich sollte aufhören, meiner verlorenen Vergangenheit nachzujagen und akzeptieren, was ich jetzt habe. Wie es scheint, hat meine Besessenheit viele Menschen um mich herum beschäftigt. Aber jetzt habe ich jemanden, der sich um mich kümmert. Ist das denn nicht das Wichtigste? Nun, vermutlich hast du recht. Eve, vielen Dank. Du hast so viel für uns getan. Na gut, hier für dich. Diese Daten werden dir helfen, aufs Schicksal komplett wiederherzustellen. Okay, danke dir, Eve. Dürfte ich fragen, wäre es vielleicht möglich, dass du mir dein Lied vorsingst? Oh, nichts lieber als das. Habt ihr da gerade irgendein Wort verstanden? Ich habe gar nichts verstanden. Für mich hat sich das angehört wie... So, das kam bei mir an. Nachdem Hinweise auf ihre Vergangenheit aufgedeckt wurden, wurde enthüllt, dass das Lied, das sie sang, den Titel Aufs Schicksal trägt.
Nachdem sie den Titel erfuhr, beschloss Enya, im Jetzt zu leben und den Verlust ihrer Vergangenheit zu überwinden. Wahrhaftig jenseits des Schicksals. Hä? Wo ist er hin? Hä? Wieso ist er weg? Ist er weg? Der hängt doch sonst immer mit der Enya ab. Weiß man auch nicht, oder? Wir gucken mal schnell zum schwarzen Brettchen, mal schauen, ob da irgendwas Neues drin ist. Ja, war ein schönes Lied, aber... Ich habe heute nichts verstanden. Mir wurde gestern erst irgendwas angezeigt, das komplette Lied von Enya. Und ich habe jetzt gesagt, das kommt jetzt, aber dieses wenn es Gerät einfach nur dieses Egal. Es sollte helfen zu verstehen, wie es um diese Stadt steht. Okay, es gibt nichts Neues. Ist das ja nun ja, ich weiß auch nicht. Wir schauen mal bei Digger vorbei, oder? Ach ja, hier. Hallo, Digger. Hallo, Eve. Der Standort hat sich geändert, doch ich hoffe, dass unsere bisherige Partnerschaft bestehen bleibt. Ja, Digger. Freut mich, dass du dich einlädst. Ach so, okay. Ich danke dir für die Nutzung von Spotter Energy. Alles Gute, Digger. Und dir auch, Spotter. Nun gut, dann gehen wir zurück in die große Wüste. Wir haben einen Code für eine Kiste gefunden. Bei der ich noch nicht richtig weiß, wo die sein soll. Ich kann mich jetzt gerade nicht an eine Kiste erinnern. Komm zum Tetrapod zurück, wenn was repariert werden muss. Das ist wie das jetzt hier. Ha, ha, he, ja. So. Wir müssen auf jeden Fall, hier unten sind noch diese zwei Dingers. Da. Wir telefonieren uns mal hier hin. So, wir haben da drüben noch ein Problem. Objektgegner, Mensch. Auch hier. Flehen von Sentinel 477. Warte auf mich, bitte, ich flehe dich an. Ich möchte doch nur nach Hause. Nach Hause zu meiner Frau und meinen Kindern. Bitte, bitte. Hier hat mich doch irgendjemand abgeschossen. Wo sind die denn?
vorne. Oh. Oh, nein. Das war mir jetzt ein bisschen zu heikel hier. Okay. Hier ist irgendwas. Was ist hier? Vier, sechs, sieben. Reicht es, wenn wir die einfach da drauf schieben? Egal welche. So, die kann man nicht schieben. Nein, zurück. Oh, das dauert ja ewig. Vor allem, wenn sie zurücklaufen soll, läuft sie nach vorn. Und das alles nur für so ein paar Dingers. Da steht 8 jetzt. Warte mal. Fünf. Sieben. Das ist eine Dreier scheinbar. Fünf. Ah. Okay, 4.
Na? Ist das jetzt dein Ernst? Oh Gott. Los jetzt. Ich hab's verkeilt. Ich krieg das hier nicht mehr raus. Ich hab's echt verkeilt. Wieso kann man es dann hier hinten rüberschieben? Ich krieg das hin. Doch. Jetzt. Los. Los. Lauf nach vorn. Ach ja, okay. So, 6. Vier, sechs und jetzt 7. Nummer 1. Da oben ist auch noch 1. Das sind aber nur so komische Kitten. Also ich habe auch keine Ahnung, an was die immer hängen bleibt. An was bleibt es denn jetzt bitte hängen? Da liegt doch kein Stein. Okay, dann ist das andere 4. Lass mich raten, hier darf man jetzt auch nicht drüber. Och, das geht. Ah, das sind nur solche Kisten. Braucht man natürlich auch, aber... Oh, Zufluchtmilchtee. Ja. Da muss ich mich wohl hier mal an die große Wüste, aber ich glaube. Hä? Signal? Ach, voll. Ja, doof. Wo ist die Kiste? Komme ich wieder raus? Ich bin hier. Au. Oh, oh. Au, 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 au.
Nein! Jetzt kann es auch sterben. Mann, Mann, Mann. Nee. Nee, 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 nee. Ich will jetzt erst speichern. Ihr habt mich gar nicht gesehen. Auch im Kampf. Och, der kommt auch noch. Unerhört. So, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.